sind dir die Eier abgefallen? Okay. Easy. Das war nötig, du Penner. Verdammt nochmal, Wes, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Rosch. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg! Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße! Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick doch mal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Die Musik ist auch schon richtig geil, ne? Oha, ihr habt einen Gefangenen. Wir machen keine Gefangenen. Du hast meine Waffe, Rosch. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? Em hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Rosch hat recht. Außerdem ist er wehrlos. Was ist mit dir, Rosch? Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Das sind Sadisten. Er ist der Besatzer. Ich erkläre es später. Du, Nilfgaarder, verpiss dich. Morang-Teng. Nee, es der Madawa. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Wir haben ihn nicht mal aussprechen lassen. Wir sollen bitte mit seiner Wunde wegkommen. Wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Das war die ganze Quest mit ihm? Wow. Das war easy. Zu easy. Ich kann's denn gleich hier. Loot, Freunde, Loot. Schön verkaufen alles. Okay, aber wir müssen noch trotzdem noch mal zu Rosch. Das war's noch nicht mit ihm. Ach ja, das macht dich so. Manuell. Oder? Doch, ich gehe noch mal schnell zu ihm. Weil ich bin mir relativ sicher, dass er noch mehr für uns hat. Das war jetzt nicht das Einzige, was er jetzt mit uns machen wollte. Das war noch eine Quest schon viel früher. Du nervst, Grauhaar. Seine Quest zum Beitreten für den Kampf müssen wir auch noch erledigen. Wenn ich ihn so schnell auch finden würde. Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern. Das ist ganz geil. Die Bewegung und das könnte dein Ende sein. Klar. Du das sagst, Kollege. Ist er wie immer hier? Ah, Tölpel! Schnauze. Geralt van Riva. Gesund und munter. So sieht's aus. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard. Okay, nee, tatsächlich, das war's schon. Kurz darauf hör. Aber. Okay. Bis dann. Du nervst, Grauhaar. Geralt van Riva. Gesund. Ich kann ihn auf einmal nicht mehr fragen. Bis dann. Spiel, warum? Das Spiel hat mir einfach die Option weggenommen, den zu fragen. Ich muss ihn jetzt also fragen, bevor ich irgendwas mache. Oder ich rede gar nicht mit ihm. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als Spiel. Wissender. Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der... Ja, okay, man sieht schon, das Spiel will es mir wirklich schwer machen, jetzt hier noch so viele Quests, wie es geht, zu erfüllen. Ich frag mich, warum?
Ich meine, es ist da sinnlos. Auch nach dem Kampf wird es noch weiterhin Leute geben. Hofft man zumindest. Ich weiß ja schon so ein bisschen, was passieren wird. Weil ich es ja googeln musste, dank Kera Metz. Also das Gute ist, wir brauchen sie für den letzten Kampf nicht. Es wird nur ein bisschen schwerer für uns selbst. Das habe ich entnehmen können. Okay, also ich spreche ihn jetzt nicht an. Ich spreche gar keinen von denen an, die ich ansprechen sollte. Das lasse ich erstmal schön. Okay, das spare ich mir einfach mal. Sprich mit Wesen mir. Das könnten wir doch mal machen. Mehrere Orte. Aha. Status Adling Triss. Das muss ich auch machen. Ich denke, es gibt sich auch gleich das zu machen. Weil auch Triss ist ja jemand, der uns im Kampf beisteuern wird. Also macht es natürlich nur Sinn, sie zu fragen. Und sich zuerst um ihre Sachen zu kümmern. Ey, aber das spielt mir gerade ich einfach die Option weggeschnitten hat, den Rosch zu fragen. Das ist doch auch kacke. Während des Blocken kannst du mit Schwert ziehen, wegstecken, das Zeichen ändern. Aha. Auch sehr cool. Hat mir bisher weitergebracht, auf jeden Fall. Okay. Diese Ausrufezeichen-Quests, da könnte ich auch mal erledigen. Da hat man auch, keine Ahnung, 4 Stück oder so. Die hier aus dem Nichts gekommen sind. Ei. Naja. Ich werde zumindest versuchen, all die Quests zu erledigen, die jetzt hier auf die Person bezogen sind. Und wenn ich die alle habe, dann habe ich die eben alle. Und wenn dann irgendwas fehlt, dann ist es nicht mal meine Schuld. Echt nicht. Das nervt einfach nur. Dass man immer aufpassen muss, dass man jetzt nicht mehr in der Story weitermachen darf, sondern dass einfach irgendwas verkackt oder so. Wo soll ich hier hin? Was will das Spiel, wo ich hingehe? Hä? Bin ich ja nicht richtig? Ich muss ja richtig sein. Okay, ich klettere mal noch ein bisschen weit nach oben, nur auf jeden Fall. Oh, kann ich gar nicht? Na geil. Doch, da oben. Irgendwie. Ja, wusste ich es doch. Dass ich es gerade noch gesehen habe. Ist aber anscheinend auch nicht richtig. Verflucht nochmal Spiel. Muss das jetzt wirklich sein? Vielleicht da hier. Nicht der Rede wert. Ja. Was? Was? Aber hier ist Gerhard übrigens ein Kletterkünstler, aber sonst überhaupt nicht. Komme ich auch so irgendwie in das Haus herein? Natürlich nicht. Natürlich muss ich das irgendwie da oben lang. Was auch sonst. Oh, nee, ey. Was zum... Geil, okay, das Spiel macht mir gerade echt Spaß. Schön den Questort schwer zu erreichen lassen. Also ich muss irgendwie von da oben aus darüber. Brauchst du ein paar Ohrfeigen? Komm doch her, Penner. Brauchst du ein paar Ohrfeigen? Tja, wie komme ich jetzt dahin? Hier schon mal gar nicht. Irgendwo. Es muss doch einen Weg nach draußen geben. Vielleicht doch von hier oben aus.
drehen die doch hier sogar rein. Wie sehe ich das? Wenn es ja alles nicht so eng und begrenzt wäre, dann könnte ich vielleicht mal was sehen, aber der Regen und das Enge hier und die Partikel auf meinem Bildschirm. Weil es einfach konstant weiter regnet. Und ich drin bin. Guck mal da. Irgendwas ist doch dort da. Bis hierhin sagt er, wo ich hingehen soll, aber danach ist Feierabend. Einmal geht's wieder runter. Muss man jetzt sagen, gut. Nee, ich kann eben nicht einfach sagen, gut, ich rede nicht mit Riss, weil ich muss dann mit dir reden. Sonst kann ich dir nicht meinen Kampf beitreten lassen. Vielleicht muss ich da irgendwie weiter runter oder so. Was ist denn hier Schönes? Gott, warte ich froh, wenn ich sie hab. Geht's vielleicht doch noch um tiefer? Ach, ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr Alter je trocken sein wird. Okay, ganz ruhig. Ich schaff das. Brauchst du ein paar Ohrfeigen? Ich brenne den Typen gleich ab, Alter. Wow. Okay. Ganz ruhig. Wie komme ich hier weiter? Hier sagt's mir, muss ich hin. Auf der Treppe. Hier oben regnet's wieder rein. Das Haus ist sowieso sehr schief aus hier. Aber das hilft mir alles nicht weiter. Dazu kommt noch die scheiß Steuerung gerade in dem Haus. Das Gerät hoch. Komm ich noch irgendwie höher? Kein bisschen. Oh. Aber dafür hat sich schon mal gelohnt. Hier, ich rutsche sogar runter, weil es hier unten so schief ist. Cool. Ich hänge absolut fest. Du meine Fresse, was haben sich denn da jetzt bitte gedacht? Kann ich bitte nicht einfach ein ganz normaler Mensch in dieses Haus rein? Ist das so viel verlangt? Um Gottes Willen. Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Ach so. Ich würde mir gerade was zu trinken nehmen. Auch gut. Ja, danke Questmarker. Auf dich ist auch kein Verlass mehr. Das ist auch ein bisschen schief, die Bude hier. Dass irgendwas ist. Warum vertrauen so ein paar Städter bitte Triss? Gerald, ich habe ein Problem. Können wir reden? Na, das war ja klar. Mach. Ja, Gerald? Ja. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Hm. Wovor genau hast du Angst? Vor einer Falle. Einerseits darf ich die Chance nicht ungenutzt lassen. Wir brauchen das Geld. Andererseits... Niemand erwartet von dir, dass du dein Leben riskierst. Ich erwarte es von mir. Aber es war schon mal leichter.
Als ich noch nicht wusste, wie es ist, gefoltert zu werden. Oder die Schreie der anderen zu hören und nichts tun zu können. Du hättest jederzeit entkommen können. Ich weiß, aber ich hatte trotzdem Angst. Was, wenn sie mich in echtes Dimeritium schlagen? Du wirst nicht immer in der Nähe sein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Das soll wohl ein Witz sein. Sollst du etwa auch eine rote Rose halten? Blumen hat er nicht erwähnt. Aber wenn du mir welche besorgen willst, sag ich nicht nein. Na klar. Das ist ein Fischmarkt, Triss. Ich kann dir bestenfalls ein bisschen Salzdorsch besorgen. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. Okay, geht klar, Schiffen. Ja. Waffenbrüder Novigrad. Okay, was auch immer. Ich hoffe, die eine Quest bringt jetzt hier nicht die andere durcheinander. Das ist echt prima. Weil wenn es hier um eine Flucht geht von Triss, dann würde es heißen, dass sie danach nicht mehr da ist, wo sie jetzt ist. Und ich sie vielleicht nicht mal zu der Statue fragen kann. Was auch immer. Das eine Quest war. Puh. Ja, ist einmal ganz schön viel. Viel zu viel, um ehrlich zu sein. Das wirkt schon wieder fast ein bisschen demotivierend. Auf die Uhr gucken, wenn ich sage demotivierend. Oh, okay, nee, da geht noch. Geht noch einiges. Obwohl es meiner Bude auch schon wieder viel zu warm wird. Draußen scheint nicht mehr die Sonne, es ist einfach nur fast jede Menge blaue Jacken. Interessant. Ja, aber wir brauchen ja nur den, der viele Schlüssel hat. Und mit jedem jetzt reden. Hilfe! Rette mich! Ich sterbe! Ich wollte fragen... Ja? Was kann ich für dich tun? Bis dann. Lass mich in Ruhe. Kann ich jetzt mit jedem reden, oder was? Da war es doch die richtige. Muss ich's noch mal sagen? Autsch! Hilfe! Rette mich! Ich sterbe an Armut. Oh. In der Spielchen sagt, nutzt die extra Sinne. Ach, guck mal. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten, glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Okay. Hier lang. Es ist nicht weit. Och, Mensch, stell dich da mal vorher. Und wo ist Triss jetzt? Sollte sie nicht mitkommen? Komm schon. Hilf mir! Was? Was ist das denn jetzt? Huch. Okay, Glück, Kollege. Danke dir. Gehen wir. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen. Über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut. Nun, da wir erste Höflichkeiten ausgetauscht haben, wäre es wohl an der Zeit, dass du dich vorstellst. Herrin Wegelbuts Hausdiener. Ich
wollte niemanden beleidigen, Herr. Warum wollte die Herrin Wegelboot sich nicht selbst mit mir treffen? Sie hatte Angst, verfolgt zu werden. Sie ist nervlich ein Wrack in letzter Zeit. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelboot. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelboot bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelboot kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelboot. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelboot fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelboots gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Oh nein. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Aber sowas natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Dafür haben wir die Masken also gekauft. Von vor Ewigkeiten. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Und ob. Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Oh. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Die Rüstung, die haben sich doch gut genug aus. Du meine Fresse. Ja, ich werde ganz sicher keinen Wams kaufen. Deswegen scheiß drauf. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Part. Wenn es dann auf die Party von den Wegelboots geht. Das ist auch ein cooler Name. Und bis dahin.